Hallo bei Marius Fliegendose, hallo zum nächsten Bindefreitag. Heute mache ich mit euch eine Ex-Caddis. Ein Muster, das bei uns eigentlich gar nicht so populär ist, weil alle irgendwie Reha-Setch. So, das ist so der Klassiker, ne? Reha-Caddis, Bug-Caddis, irgendwie. So, das ist so dieses typische Muster, das bei uns sehr viel gefischt wird. Und diese X-Caddis ist bei uns nicht so populär, in Amerika dagegen unglaublich populär. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich sie binde. Eingespannt habe ich hier den Arex FW531 Sedge Dryfly Barbless in der Größe 14. Und als Faden verwende ich den Semperfly, gewachsten Faden in Pale Olive in 6.0. Der ist auch als 6.0er noch so dünn, dass man den wunderbar nehmen kann für Fliegen in 14 und 16. Überhaupt kein Problem. Und dadurch, dass er gewachst ist, hält er die Materialien sehr, sehr gut. So, und dann fange ich mal an, lege den Faden hier an, schneide den Rest ab. So, und dann kann man entweder mit dem Faden erst nach hinten gehen und dann das nächste Material einbinden und wieder nach vorne. Aber wenn man es ganz schnell haben will, kann man es andersrum machen, dass man vorne gleich einbindet. Und zwar habe ich jetzt hier als Material, das sieht man jetzt hier hinter meinem hellen Shirt kaum oder vor meinem hellen Shirt kaum, das ist eine Kunstfaser, so eine gewellte. Das hier ist jetzt tatsächlich von Semperfly das, die Predator Fiber in der Farbe Cream. Ihr könnt verschiedene Dinge nehmen, ihr könnt Antron-Garn nehmen, ihr könnt Polypropylen-Garn nehmen, alle möglichen verschiedenen gewellten Garne funktionieren eigentlich gut dafür. So, und ich nehme hier so ein kleines Bündel, das muss nicht viel sein, lege mir das dann hier an, überfange es und mache dann auf dem Weg nach hinten ganz straffe Wicklungen, eine neben der anderen, bis nach hinten durch. So. Und dann nehme ich mir den Rest hier, klappe den einfach mal nach vorne um und sage so, Körperlänge ungefähr soll ungefähr dieser sogenannte Tailing Chuck sein. Das ist im Grunde genommen die leere Nymphenhülle, aus der das aufgestiegene Insekt ausgekrochen ist. Das ist etwas, was man bei uns sehr, sehr wenig sieht. Ich sage ja, bei den Amerikanern sieht man das relativ häufig. Ich werde das auch jetzt öfter mal probieren, weil das in meiner Fischerei auch bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber vielleicht ist es ja was, was wirklich gut funktioniert. Ich werde mal berichten. Oh Gott. Ich werde mal berichten davon. So, dann nehmen wir ein feines Dubbing, entweder könnt ihr Super Dry nehmen oder ich habe hier, auch wenn es jetzt eigentlich vom Namen her nicht passt, ein Squirrel Nymph Dubbing. Aber das ist so fein, dass wenn ich das hier anspinne und nachher den Flügel einfette, dann wird das auf jeden Fall gut schwimmen. So, und dann, das nehme ich so fein, da nehme ich so wenig von, dass das quasi, wenn ich das hier um den Faden lege, so, so dünn aufträgt. Ja, wenn man das hier sieht, wie dünn das ist. Das ist dann gefühlt kaum dicker als der Faden selber. Und dann nehme ich sehr, sehr wenig von. Bringe das hier an. Komm. Das gefällt mir so nicht. Da ist so ein Bobbel. Okay. Komm hier nach vorne. Ich brauche noch ein ganz wenig mehr. Und versuche einen schönen gleichmäßigen Körper hinzubekommen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr sagt, ey, ich brauche da ein bisschen Glanz drin oder so, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen Glitzer in das Dubbing mit einarbeiten. Ich mache das jetzt hier in der Fliege nicht.
So, und dann nehme ich das Material, was nach vorne übersteht. Also ich glaube, in der Original Excedis, wie heißt der? Greg Matthew heißt der, glaube ich, der die erfunden hat. Der klappt das nicht nach hinten um, sondern das hat nur diesen Tailing-Chuck drin und der Teil hier, der wird weggeschnitten. Ich mache es aber mal so, dass ich das hier umklappe und hier nochmal so ein bisschen von diesem Polygon unten drunter habe. Einfach so, weil es ein bisschen Glanz gibt und ich finde es schöner als ohne. So, und auch dieses Material hier wird ungefähr so auf Körperlänge zurechtgestutzt. So. Dann noch etwas Dubbing nehmen. Ich arbeite hier mit dem gewachsenen Faden, daher brauche ich hier eigentlich keinen wirklichen Bindelack. Außer vielleicht, um den Abschlussknoten nachher zu sichern, aber für die Fliege selber hier ist das absolut nicht nötig. So, das heißt, ich binde mir jetzt hier nochmal mit Dubbing fast bis zum Öhr alles voll. Im Öhr lasse ich ein ganz wenig Platz, um dort nachher den Abschlussknoten zu setzen, aber ganz minimal nur. So sieht es jetzt gerade aus. Ich habe heute das falsche Shirt für euch an, glaube ich. Aber wir werden es hinkriegen. So, jetzt nehme ich mir ein Stück Reha. Ihr könnt entweder ein relativ helles nehmen oder ein dunkleres. Ich habe hier zwei Stücke. Ein sehr dunkles, ein helleres. Da nehmt ihr euch eine passende Portion raus, was auch immer das bedeutet. Wenn ihr im schnell fließenden Wasser fischt, nehmt lieber ein bisschen mehr. Wenn ihr im langsam fließenden fischt und die ein bisschen spärlicher haben wollt, nehmt ihr einfach weniger. So, und das Bündel, das säubere ich mir schön, nehme unten die ganzen abgebrochenen und kurzen Haare raus. Ich mache das gerade mal sauber. Das ist immer wichtig, wirklich, ich halte es dann an den Spitzen fest. Und dann nehme ich unten diese ganzen kurzen Haare und so, die dann da kommen, die nehme ich dann raus. Ne? Und die Unterwolle. Aber das ist alles das, was ihr nicht braucht für die Fliege. So. Und dann bleiben hoffentlich nur Spitzen über, falls irgendwo noch abgebrochene Haare drin sind. Dann könnt ihr die rausnehmen, aber hier sieht das jetzt ganz gut aus. So, und dann nehme ich mir einen Haaraufstoßer. Gebe die Haare rein und dann wird dieser Haaraufstoßer aufgeschlagen. Und wenn ich den dann hier rausziehe, dann sind hier alle Haare aus dem abgeschnittenen Bündel schön abgelenkt und alle schön gleich lang. Oder vielmehr, was heißt gleich lang? Nein, die Spitzen sind alle gleich. Ja? So, und jetzt müsst ihr euch abmessen, wie lang dieser Flügel werden soll. Und dazu mache ich es so, dass ich mit hier Daumen und Zeigefinger die Haare halte und dann gegen das Öhr gegendrücke. Ja? So, und da dann abmesse, wie lang die sein sollen. Und ich möchte die, dass die gerade so zum Haken Ende halt gehen, also oder knapp drüber. Aber auf jeden Fall nicht über dieses Polygon hinten komplett drüber, ja? Also bis da so. Und dann greife ich um. Ja? Und jetzt nehme ich mir eine Schere und schneide hier vorne den ganzen Rest einmal komplett runter. So, dass die alle ungefähr gleich lang sind. So, und was ihr jetzt machen könnt, damit ihr die Haare gleich sauber greifen könnt, also wenn ich jetzt den Faden nehme und komme jetzt hier rüber, in dem Fall passt es sogar, manchmal hat man, dass der Faden, wenn man dann hochkommt, sich nach
vorne zum Ohr hin wegbewegt, also wegwölbt. Und dem könnt ihr entgegenwirken, indem ihr den Bobbin einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen lasst. Und wenn ihr jetzt nämlich mit dem Faden hochkommt, dann geht der Richtung Hakenbogen hinten weg. Und da ist das Tolle, wenn ich nämlich jetzt hier meine Finger hinlege und komme jetzt mit dem Faden hier hoch, dann legt er sich automatisch gegen meine Finger. Ja, seht ihr? So, und dann kann ich nämlich so ganz easy diese Rehhaare greifen, mache eine Wicklung drüber, lose, zwei Wicklungen lose und jetzt ziehen. Ja, jetzt ist alles gelockt. Dann kann ich noch maximal eine Wicklung da durchmachen. Und dann komme ich mit dem Faden nach vorne und mache hier meinen Abschlussknoten. Jetzt bin ich mit den Haaren fast ein bisschen weit hinten, ein ganz bisschen weiter vorne, wäre mir jetzt eigentlich lieber gewesen. Aber jetzt sitzt das Ganze, jetzt lasse ich das so. Den Fischen wird es nachher nicht auffallen. Und dann das Whip-Finish-Tool nehmen. Oder mit den Fingern den Whip-Finish setzen, ganz nachdem, wie ihr es wollt. Abschneiden. Und fertig ist die Fliege. So. Und was man jetzt bekommt, wenn man das so bindet, das nämlich, und das ist ganz entscheidend, die Haare sich nicht um den Haken drum rumdrehen, sondern wirklich nur oben drauf bleiben und so ein bisschen an der Seite mit hinkommen, also so ein bisschen halbmondförmig sind. Und ihr seht ja auch diese Silhouette von unten. Das ist das nachher Entscheidende für mich, für diese Fliege. Deswegen wollte ich die gerne mal nachbinden. Ich nehme die hier mal raus. Ihr habt hier nämlich von unten eine relativ zarte Silhouette, also gar nichts Dramatisches, gar nicht so ein dickes Ding, wie es von oben aussieht, sondern von unten ist die Silhouette echt schön zart. Ja, wenn ich das mal wegnehme hier und ihr guckt gegen den hellen Himmel, sprich mein Shirt, dann seht ihr eine relativ zarte Silhouette mit so ein paar Beinchen und hinten diesen Tailing Chuck, so nennt sich das halt, diese Hülle, wo das Insekt ausgekrochen ist. Und diese Silhouette, das ist das, was mir in der Fliege unwahrscheinlich gut gefällt. Und deswegen will ich sie unbedingt mal ausprobieren. Und einfach zu binden ist sie auch. So, und euch wünsche ich dann viel Spaß auf jeden Fall beim Nachbinden. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Mario.